Als die Dunkelheit kam, warf ich einen letzten Blick auf meine Familie. Ich erwartete, sie erst wiederzusehen, wenn sich unsere Seelen im lebenden Wald vereinigen. Doch wie durch ein Wunder holte mich mein geliebter Mann aus der Vergessenheit. Mein Körper war fort, doch Jared hatte meine Seele bewahrt. Wie er und zahllose andere bin ich nun ein Teil von Ermac. Doch hier erwartet uns kein Frieden. Die Seelen in Ermac haben eigene Bedürfnisse und Pläne. Ehe wir mit einer Stimme sprechen können, müssen wir uns erst einig werden. Ich hatte geglaubt, dass Jared und ich als die einstigen Herrscher der Außenwelt diese Macht innehaben würden. Doch nun sind wir nur zwei Seelen von Tausenden, die um das Recht kämpfen, gehört zu werden. Aber kämpfen können wir. Wir werden uns das Recht erstreiten, Ermac zu regieren, wie wir einst die Außenwelt regiert haben. Und wir werden zum Wohle aller herrschen.